1944. Die deutsche Ostfront wurde nach einer schweren Winterschlacht von der mit weit überlegenen Kräften angreifenden Roten Armee immer mehr zurückgedrängt. Nach der Katastrophe von Stalingrad wurde Feldwebel Steiners Division bis in den Raum Odessa zurückgenommen. Die Zeit der deutschen Offensiven ist endgültig vorbei. Es gibt nur noch eine Richtung. Zurück. Aber das ist doch unmöglich. Wir haben ihn gerade erst aufgelegt und ich habe mit ihm noch geredet. Aber inzwischen hat er ewige Funkstille. Du bist wirklich tot. Pass mir an. Hey, Herr Feldwebel, kommt der Zug überhaupt noch mal unter Dampf? Hey, du junger Springer, wo kommst du denn her? Ich hab gedacht, ich hat's erwischt. Mich erwischt? Aber das habe ich doch schon mal gesagt. Ich bin Paul Anselm und ich werde 95. Das heißt, ich habe noch 71 Jahre Zeit. Na also, bis dahin dürfte der Krieg überstanden sein. Sagen Sie, sind etwa die anderen auch hier? Krüger, Bethke, Dorfmann und Schabal. Sie sind bei den Gleisen. Wir fünf Anselm verteidigen den Bahnhof gegen die gesamte russische Armee. Feldwebel Steiner! Warte hier. Du musst dir eine Knarre beschaffen. Wer ist das, Feldwebel? Gefreiter Anselm, Herr Hauptmann. Habe ich mir doch gedacht. Ich vergesse nie ein Gesicht. Haben Sie ihn nicht als vermisst gemeldet? Und jetzt, nach 4 Tagen, ist er plötzlich wieder da. Seltsam, Feldwebel. Jawohl, nicht wahr? Der Zug fährt in 15 Minuten ab. Pfeifen Sie Ihre Leute zurück. Zu Befehl. Anselm! Friedlich, nicht? Vielleicht will der Ivan auch lieber nach Hause gehen. Nur keine Bange. Er kommt schneller, als uns lieb ist. Hast du die letzte Post gekriegt? Vor 9 Wochen. Und du? Du dummer Hund, du weißt doch, dass mir keiner schreibt. Krüger! Sieh mal, wer hier ist! Wer hat dir denn ins Hirn geschissen? Warum bist du nicht weitergelaufen? Du könntest längst bei Muttern sein! Denkst du? Und was wäre da mit den Kohlen, die du mir noch schuldig bist? Ah, wegen der paar Kröten, wa? Komm zurück zum Bahnhof, ja, Unfall!
Zimmer! Wissen Sie was? Das ist seit über 2 Jahren die erste Kuh, die ich sehe. Komm. Wir hauen ab. Hat der noch? Er ist Landwirt. Ihm fehlt das. Und was fehlt dir? Ich hab's vergessen. Den Auftrag, den Bahnhof so zu zerstören, dass ihn der Feind nicht benutzen kann. Die Schienen sind unterminiert, wir brauchen sie nur hochzujagen. Aber Feldwebel, Schienen lassen sich ersetzen. Ich will, dass der Tunnel hochgeht. Aber was hat das mit dem Befehl zu tun, den Bahnhof unbrauchbar zu machen? Ich habe nicht die Absicht, Feldwebel, mit Ihnen über Befehle zu diskutieren. Also sprengen Sie den Tunnel. Und Sie, Leutnant, lassen den Zug abfahren. Glaubt der Spinner etwa, der Ivan kommt mit dem Schlafwagen? Sobald die Artillerie nicht mehr ballert, kommen die mit ihrem Panzer rein. Er glaubt wohl, es ist für ihn die Gelegenheit, endlich das Eiserne Kreuz zu kriegen. Also! Wir beschaffen uns einen fahrbaren Untersatz. Auf geht's, Dorfmann! Unteroffizier! Was machen Sie da? Unteroffizier Krüger, wie befohlen, bei der Zerstörung der Bahnhofseinrichtung. Wir nehmen gleich den. Nicht mehr. Du bist ein Genie, Bethke. Du hast Ohren wie eine lahme Ente in der Bratpfanne.
sind sie? Tunnel gesprengt. Der Ivan war so schnell. Wir sollten verschwinden, sonst machen die uns fertig. Moment mal, Feldwebel. Sie haben von mir einen präzisen Befehl erhalten. Sehe ich das richtig, wenn ich annehme, dass Sie unfähig waren, ihn auszuführen? Oder haben Sie die Ausführung des Befehls verweigert? Jetzt hören Sie mal zu! Ihr Befehl hat drei meiner Leute das Leben gekostet. Das will ich dir sagen. Du bist unfähig, Befehle zu geben, du Scheißkerl! Verschwinde! Fahren! Mit euch gemacht. Ich habe schon gedacht, ich sehe euch nie wieder. Die Samis sollen ihn schnell zusammenflicken, denn wie ich das sehe, ist es nur eine Fleischwunde und ich brauche ihn noch. Du alter Armleuchter. Du alte Pflaume. Und wie bekommt ihr der große Rückzug? Rückzug? Was redest du für einen Scheiß? Das war kein Rückzug, das war eine geniale Frontverkürzung. Umso kürzer die Front, desto größer die Schlagkraft der Truppe. Die Logik ist umwerfend. Und ich bin das Kindermädchen für den Nachwuchs geworden. Willst du die Flaschen mal sehen? Ich bin nicht vergnügungssüchtig. Das musst du leider, denn fünf Leute kommen zu dir. Was macht unser Stansky? Den haben sie zur Division befohlen. Und weißt du, was die gemacht haben? Sie haben ihn nach Paris versetzt. Und damit haben wir einen neuen Kompaniechef. Hauptmann Berger.
Haben wir uns verbessert? Ich finde ihn anständig. Erster Zug! Stillgestanden! Ach du grüne Neune, was für Figuren hat unser geliebter Führer denn da in den Waffenrock gesteckt? Die fallen ja von der Latrine. Such dir die Besten aus. Ich nehme die letzte Reihe. Denn wie ich dich kenne, hast du die besten Leute ja sowieso in die letzte Reihe gesteckt. Also wäre ich ja wohl blöd, wenn ich die erste Reihe nehmen würde. Also Leute, hört mal her! Mist. Mit Ausnahme der letzten Reihe können alle abtreten. Ihr habt leider den Dienst beim besten Feldwebel der deutschen Armee verpasst. Reihe 1 und 2, wegtreten! Schütze Kebbe, ein Geschenk der Hitlerjugend. Fantastisch. Ich war Fähnleinführer. Warum wurden Sie eingezogen? Ich bin Freiwilliger. Nein, ein Idiot. Wie lange sind Sie Soldat? 4 Jahre, Herr Feldwebel. Und noch kein Unteroffizier? Ich habe mal einen Feldwebel in den Hintern getreten. Das hat man mir übel genommen. Versuchen Sie das bei mir mal. Und wo kommen Sie her? Reeperbaum. Ein Wiener Strizi. Er hat ein paar Puppen auf seine Rechnung laufen lassen. Ja, ich bin Zuhälter gewesen. Reiß es mal durch den Ohrschaf. Darauf kannst du bei Feldwebel Steiner einen lassen. Schütze Hauser. Er ist Küchenbulle bei den Nazi-Bonzen in Berlin gewesen. Warme Küche, was? Was wollen Sie hier? Nichts, Herr Feldwebel. Wirklich nicht. Denn ich hatte mich eigentlich zu den Rotkreuz-Schwestern gemeldet. Das ist Schütze Nissen, Student. Studieren was? Theologie, Herr Feldwebel. Entschuldigen Sie, Herr Feldwebel, aber Sie möchten sofort zum Kompaniechef kommen. Wird gemacht. Übergib die Leute Unteroffizier Krüger. Wird. Nach den Unterlagen sind Sie der älteste Zugführer in unserer Kompanie. Sie haben sie sogar mehr oder weniger geführt. Deshalb können Sie mir sicher sagen, was in der Kompanie faul ist. Aber bevor Sie mir das erzählen, muss ich Sie erstmal zur Division schicken. General Hoffmann möchte Sie unverzüglich sprechen. Weshalb, weiß ich auch nicht. Da würde ich Schulze fragen. Schulze? Der ausgekochteste Schreibstubenhengst der Division. Schulze! Wissen Sie, weshalb sich Steiner beim General melden muss? Nein, Herr Hauptmann. Also gut, macht nichts. Danke, Feldwebel. Melden Sie sich, wenn Sie vom General zurückkommen. Zu Befehl. Was ist los? Nehmen Sie lieber Ihre Zahnbürste mit, denn diesmal sind Sie dran. Aber das werden Sie ja vom General erfahren. Schulze! Herr Hauptmann? Ich hätte gerne gewusst, ob über Steiner jemals etwas vorlag. Ich sehe nach. Das kommt von der Armee. Soll ich es ihm vorlegen? Nur wenn Sie einen Kopf kürzer werden wollen. Mein lieber Steiner, wenn ich mich mit all dem Scheißdreck beschäftigen müsste, der mir über Sie zu Ohren kommt, dann könnte ich wohl meinen Dienst als Soldat quittieren. Also, Feldwebel, was haben Sie zu Ihrer Verteidigung vorzubringen? Ich möchte Ihnen Ihre Zeit nicht stehlen, Herr General. Sie sind ein eigenartiger Kerl, Steiner. Ich habe Sie höchstpersönlich im Laufe der Zeit 2-mal zum Offizier vorgeschlagen. Und das hat mich sehr enttäuscht, dass Sie sich offensichtlich in der Rolle des ewigen Feldwebels wohler fühlen. Bedauere. Das war meine persönliche Entscheidung. Mensch, Steiner, wir sind doch aus demselben Ort. Irgendwann ist der Krieg doch mal vorbei. Und den kann man doch nur durchstehen, wenn man nicht wie Sie immer wieder unangenehm auffällt. Wie konntest du nur so blöd sein, dich mit Hauptmann Stransky anzulegen und ihn auch noch tätlich anzugreifen? Ich hab nicht anders gekonnt. Was soll ich denn machen? Der Wisch liegt mir auf dem Tisch. Ich kann ihn doch nicht so ohne weiteres verschwinden lassen. Kistner! Hören Sie mal, Kistner, ich bin ja eigentlich als Divisionskommandeur vorgesehen und nicht als königlich-preußischer Oberbuchhalter. Natürlich nicht. Fegen Sie den Papierkrieg vom Tisch! Und lege ihn morgen wieder vor? Natürlich lege ich ihn morgen wieder vor. Sonst ginge ja die ganze glorreiche deutsche Armee baden. Schon verstanden. Ach ja, und geben Sie dem Kompaniechef von Feldwebel Steiner durch, dass Steiner 14 Tage Urlaub hat.
Und zwar ab heute. Ab heute? Jawohl. So, Steiner. Und jetzt machen Sie, dass Sie hinauskommen. Ich will Sie hier nicht mehr sehen. Und das bekommt Dorfmann, ein echt antikes Kochgeschirr mit eingebautem doppelten Boden zum Nachfassen. Du brauchst gar nicht so zu gucken. Es ist aus echtem Aluminium mit Originalresten von Anselms letzter Erbsensuppe. Außerdem liegt auf diesem hübschen Stück die tausendjährige Garantie des tausendjährigen Reiches. Also freu dich drüber. Und jetzt, meine Herren, jetzt wird's ergreifen, weil es nicht bloß ein paar Stiefel sind, sondern weil es die Stiefel sind von unserem Paul Anselm. Er war ein Pfundskerl. In diesen Stiefeln hat Paul Anselm gelebt und darin ist er gestorben. Da kommt ihr mit euren Quadratlatschen nicht mit und wenn er sie noch so wienert. Diese Knobelbecher sind bis kurz vor Moskau gelatscht und dann haben sie es rückwärts laufen gelernt. Eins ist klar, das sind Treter, mit denen man in jede Richtung latschen kann, besonders Richtung Heimat. Und der, der sie hat, wird pünktlich zu Hause sein, wenn die besseren Zeiten kommen. So ein verdammter Miesmacher. Wenn's mir passen, kriegst von mir 10 Zigaretten. Hm? Auf die scheiß ich. Und damit ist die Veranstaltung geschlossen. Ihr Urlaubsschein, Herr Feldwebel. Also, wie haben Sie das bloß wieder hingekriegt? »14 Tage Heimaturlaub. Du bist vielleicht ein Schlitzohr. Wen hast du denn da aufs Kreuz gelegt?« »Wo fährst du hin?« »Ich weiß noch nicht. Ich habe mir noch keine Gedanken gemacht.« »Warum fährst du nicht nach Paris?« »Paris?« »Weiber, Champagner, warum nicht?« »Warum eigentlich nicht? Also dann, in 2 Wochen.« Ja. »Und schieb einen für mich mit rein.« Sie denn in Paris, Feldwebel? Mich haben Sie ja wohl zu allerletzt erwartet. Ich habe Sie gefragt, was Sie hier tun. Ich habe Urlaub. Zeigen Sie mir Ihre Papiere. Hier. Herzlichen Glückwunsch. Man hat Sie zum Major befördert. Was? Das Eiserne Kreuz haben Sie zwar noch immer nicht, aber zumindest hat man Sie befördert. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Merkwürdig. Was ist merkwürdig, Herr Major? Eigentlich nichts. Ihre Papiere sind in Ordnung, nur Sie hier in Paris zu sehen... Da sind Sie, Herr Stransky. Moment, Feldwebel. Stransky, ich suche Sie schon seit heute Morgen. Oberst Kronberg möchte Sie sprechen. Er ist ohne Sie ziemlich hilflos, denn der kommandierende General kommt zur Besichtigung. Ich komme mit. Es dauert nicht ewig. Und kommen Sie ja nicht auf dumme Ideen. Herr Major? Sind Sie schon lange in Paris? So kurz, dass Sie für mich die erste wirkliche Sehenswürdigkeit sind. Le commandant n'a pas payé l'addition. Oh. Geht's um etwas Besonderes? Major Stransky hat seine Rechnung nicht bezahlt. Das ist nicht die einzige Rechnung, die er noch offen hat. Ist es in Paris so teuer, sich zu betrinken? Sie möchten sich betrinken? Nein.
Und vor allen Dingen nicht zu den Preisen. Ja, bezahlen Sie den Namen mit. Mit dem Solcon du Major, ich bin Sie tous les jours, vous le connaissez. Was haben Sie ihm gesagt? Ich habe ihm gesagt, er soll die Rechnung für den Major aufheben. Der ist jeden Tag hier. Aha. Wenn Sie möchten, ich habe auch in meinem Appartement Getränke. Wenn Sie da einen trinken wollen, es wird weniger kostspielig. Wir müssen da entlang. Bonjour, madame. Sie haben sicher geglaubt, ich wäre ein Pool de Luxe, oder? Eine was? So eine, die Männer in ein Luxusappartement mitnimmt. Mit einem Punktbett. Nein, nein, ich find's hier sehr gemütlich. Mhm. Strümpfe sind heutzutage sehr rar. Und man bekommt schneller einen Laufmarsch, als man will. Deshalb gehe ich sehr vorsichtig mit ihnen um. Wein oder Cognac? Keine Ahnung. War Major Stransky schon mal hier? Wieso fragen Sie? Also Wein oder Cognac? Cognac. Und Major Stransky gefällt Ihnen? Nein, nicht besonders. Komischer Typ. Wir kämpfen heute alle ums Überleben. Und Soldaten sind nicht die Einzigen, die ihnen wieder eine Unterhaltung brauchen. Sag bloß, du willst dich nicht betrinken. Nein, ich brauche keinen Schnaps, um mich zu berauschen. Das Bett gibt einem das Gefühl von Wärme. Aber manchmal kommt man sich darin verlassen vor. Und manchmal aber, es kann mehr sein. Ja, aber dann steht man auf und schaut wieder bloß in eine beschissene Welt. Und ärgert sich mit der Concierge herum. Weißt du, wie sie mich tyrannisiert, wenn sie mich mit einem Deutschen zusammensieht? Na komm. Glaubst du, dass du ein guter Soldat bist, Feldwebel? Ein guter Soldat ist einer, der niemals vergisst, was er wirklich liebt. Der kein Schwein ist. Aber die Concierge sieht dir bloß ihre Augen an. Sie sieht nicht, dass du ein Mensch bist. Das macht die Uniform. Für sie steckt darin ein Scheusal. Der bitterböse Feind. Und damit hat sich's. Das ist nicht richtig. Du wärst unfähig, etwas Böses zu tun. Böses? Wenn es erst mal knallt, was passiert denn dann? Dann ballern zwei Seiten wie die Verrückten aufeinander los. Und alle beide wollen nur Gutes tun und bringen sich gegenseitig um. Ja, aber wenn erst einmal alles vorbei ist, werden wir dann für uns sprechen? Werden wir nicht alle dann vor unserer Vergangenheit die Flucht ergreifen? So ein Tag wie heute, der wird für mich immer schön bleiben. Geh nicht fort. Kommando der Wehrmacht gibt bekannt. Im Morgengrauen des 6. Juni haben alliierte Seestreitkräfte in der Normandie Truppen gelandet und einen Brückenkopf gebildet. Am Atlantikwall stehen die deutschen Verbände in schwerem Abwehrkampf. Alle Urlauber im Raum Groß-Paris
haben sich umgehend bei der Wehrmachtssammelstelle Bahnhof Paris Ost zu melden. Tja, tut mir leid, aber der Krieg hat mich wieder. Ich würde nicht in Paris bleiben, wenn ich du wäre. Ich habe niemanden und ich würde nach dem Krieg gerne wiederkommen. Im Morgengrauen des 6. Juni haben alliierte Seestreitkräfte in der Normandie Truppen gelandet und einen Brückenkopf gebildet. Am Atlantikwall stehen die deutschen Verbände in schwerem Abwehrkampf. Alle Urlauber im Raum Groß-Paris haben sich umgehend bei der Wehrmachtssammelstelle zu melden. Sorgen Sie dafür, dass Sie in 24 Stunden bei Ihrer Einheit sind. Oder es holt Sie der Teufel. Ist das klar? Zu Befehl. Von der 71. Da hätten Sie einen weiten Weg gehabt, Feldwebel. Sie werden nicht glauben, wie viele Lanzer von einer Einheit zur anderen pendeln und liegen in Wirklichkeit längst bei Ihrer alten Zuhause im Bett. Wenn es nach mir ginge, würden alle an die Wand gestellt. Ihre Einheit ist nach Westen verlegt worden. Der neue Standort ist Avranches. Da würde ich an Ihrer Stelle ganz schnell hinfahren. In ein paar Minuten geht ein LKW ab. Da sehen Sie, wie die deutsche Wehrmacht für ihre hochdekorierten Feldwebel sorgt. Sie werden nämlich zur gleichen Zeit da sein wie Ihre Division. So schön, um wirklich wahr zu sein. Mir stimmt, dass du mir etwas mitgebracht, nicht die Flaschen. Kaputt. Erst, wenn sie leer gesoffen sind. Das ist unser Hotel. Reichlich unterbelegt. Wo sind die anderen? Die hat's erwischt. Du kannst jede Nacht in 3 bis 5 Betten schlafen. Die da oben haben sicher übersehen, dass die meisten von uns gestorben und begraben sind. Naja, tot sind sie. Aber das Begraben ist flach gefallen. Hast du irgendwas Essbares? Seit Paris knurrt mir der Magen. Es sei denn, Klingmann organisiert etwas. Er meint, dass es hier jede Menge Kaninchen gibt. Er wird sich wundern. Wie macht sich denn Hauptmann Berger? Wenn der Krieg noch ein paar Jahre weitergeht, wird er noch ein ganz brauchbarer Offizier. Gut. Dann melde ich mich erstmal zurück. Lass mir ein paar Tropfen übrig. Zeigen, was ich auf die Beine gestellt habe. Steig aus. Ich bin nicht dein Kranken. Die paar Schläge in die Fresse haben dir nur gut getan. Was ist hier los, Unteroffizier? Einer Ihrer Leute wollte desertieren. Er kann von Glück reden, dass wir ihn nicht abgeknallt haben. Steinhaus! Feldwebel, kümmern Sie sich um ihn. Aber Herr Hauptmann, wir müssen Meldung machen. Machen Sie, was Sie wollen, Unteroffizier. Aber ziehen Sie Leine. Seid ihr fertig? Also, Keppel, es sieht ganz so aus, als könntest du endlich einmal etwas tun für dein Vaterland. Geht's endlich an die Front? Und zwar alles, was laufen kann. Und zwar alle, mit Ausnahme der beiden von der 2. Kompanie, die sich in dem Lastkahn versteckt haben. Es gibt eben immer wieder Leute, die haben die verrücktesten Ideen, um nicht an die Front zu müssen. In Kiew haben wir einen Lumpen gehabt. Der hat es so eilig heimzukommen, dass er sich einen Zeh abgeschossen hat. Und? Haben Sie ihn heimgeschickt? Also erstmal bekam er eine Infektion. Dann haben sie ihm das Bein amputiert und dann kam er vors Kriegsgericht. Und was ist aus ihm geworden? Keine Ahnung, aber wenn er Glück hatte, darf er noch irgendwo herumkriechen.
in dem Kahn. Haben Sie einen auf das Schiff gehen sehen? Na. Sie sind verhaftet. Bebel Steiner gesehen. Nein, Herr Hauptmann. Das war die Rache für Klingmann. Bist du jetzt brav? Jetzt ist er brav. Sehr nett, dass Sie zu uns gestoßen sind. Setzen Sie sich erstmal. Ihr Vorgänger Peterson war ein tüchtiger Mann. Er war ein verdammt tüchtiger Mann. Das ist ein Riesenverlust für die Division. Sir, ich will ihm ein gutes Andenken bewahren. Tja, das werden Sie mit Sicherheit. Wissen Sie bereits, wie es hier aussieht? So gut wie nicht. Passen Sie auf. Hier steht die 71. Infanteriedivision. Sie steht unter dem Befehl von General Hoffmann. Unser Nachrichtendienst hat uns informiert, dass die Division bisher gegen die Russen gekämpft hat. Entschuldigen Sie bitte, Sir, aber suchen Sie vielleicht zufällig eine Zigarette? Ach so. Also, wie ich sagte, die Division kommt gerade aus Russland und das heißt, die verstehen ihr Geschäft. Wissen wir auch, wie viele panzerbrechende Waffen Sie haben? Nein, das wissen wir nicht, aber das müssen Sie herauskriegen. In den nächsten Tagen werden wir angreifen. Und ich möchte nicht, dass meine Tanks in deutsche Büchsenöffner laufen. Vorgewarnt ist vorbereitet, Colonel. Allerdings. Ja. Sie müssen entschuldigen, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, mir Ihre Personalakte anzusehen, obwohl sie mir direkt vor der Nase liegt. Was mich angeht, ich habe die West Point Akademie absolviert. Jahrgang 19. Und es könnte ja zufällig sein, dass Sie auch... Nein. Nein. Ach so. Aber Sie haben doch schon Kampferfahrungen gesammelt. Ja, Sir. Philippinen gegen die Japse. Philippinen? Aber das war doch, wenn ich mich recht erinnere, ein größerer Reinfall. Ich würde eher sagen, das war unsere schlimmste Pleite. Ich teile zwar Ihre Meinung nicht unbedingt, aber es muss sich doch immerhin jemand gefunden haben, Ihnen für Ihre Taten einen Orden zu verpassen. Das war mehr Höflichkeit. Wir haben uns bloß verkrochen. Dieses Mal wird der Hase andersrum laufen, Colonel. Dieses Mal werden die anderen sich verkriechen und aus ihren Löchern nicht mehr herauskommen. Tja, ich glaube, Sie müssten sich wohl zuerst einmal mit Ihrer Einheit bekannt machen. Beagleman! Sir! Also, wenn Sie sich vielleicht von Ihrer Schreibmaschine lösen könnten, würden Sie dann freundlicherweise herüberkommen? Was für ein Tag ist heute? Freitag, Sir. Freitag der wievielte? Freitag der 18. Freitag der 18. Und Sie pfeffern mir eine eilige Aktennotiz auf den Tisch und was steht da? Der 17. Das ist nicht der 18., oder? Ich bin erstaunt, dass Sie wenigstens zum Lesen fähig sind. Sorry, Sir. Und jetzt tun Sie mir bitte freundlicherweise den Gefallen und suchen Sie Sergeant Anderson und sagen ihm, er soll Colonel... Rogers. Colonel Rogers zu seiner Unterkunft bringen. Sir. Danke. Danke, Colonel.
Sorry, Sir. Haben Sie nach einem Fernglas gefragt? Naja, danke. Entschuldigen Sie, aber das müssen Sie quittieren. Ja, das ist okay. Der General ist da sehr pedantisch. Das ist auch okay. Sein Vater hatte sicher eine Druckerei für Formulare. Sir, der da drüben im Jeep, das ist Sergeant Anderson. Ja, danke. Anderson? Yes, Sir. Sind Sie schon länger bei diesem Verein, Sergeant? Yes, Sir. Dann kannten Sie doch sicher meinen Vorgänger, Colonel Peterson. Yes, Sir. Du schneidest hier ins eigene Fleisch. Wieso? Weißt du etwas über ihn? Ja, ist ein harter Hund. Es gibt nur eins, was er mehr hasst als Deutsche. Ithaka. Saint-Vallon, ne? Yes, Sir. Ich muss unbedingt wissen, wo Sie Ihre Panzerabwehrkanonen postiert haben. Dabei ist Colonel Peterson draufgegangen. Was sehen Sie da drüben? Sehen Sie Panzerabwehrgeschütze? Los, Sir. Ja, was sehen Sie denn? Well. Sieht eher aus, als würden die eine Parade abhalten. Das ist doch lustig. Ich mag Paraden. Es sieht eher aus, als würden sie Unterricht bekommen, wie man einen Krieg gewinnt. Dasselbe blöde Geschwätz, das sie uns vormachen. Von hier oben sehen wir nicht sehr viel. Vielleicht könnten wir durch die Büsche ein bisschen näher rankommen. Yes, Sir. Genau dabei ging Colonel Peterson drauf. Wissen Sie, Sergeant, Sie haben einen seltsamen Humor drauf. Danke, Sir. Weggetreten. Gehen die Schützen Nissen, Dorfmann und Rothe zurück auf ihre Posten. Die anderen gehen rüber und helfen dem Kameraden Hauser beim Kochen. Und Keppel. Gehen Sie nie wieder nach Avranches. Sonst laufen Sie den beiden Feldgendarmen in die Arme. Und wenn Sie wieder Kameraden denunzieren wollen, informieren Sie sich erstmal, ob es auch stimmt. Muss das sein? Erster Zug! Achtung! Weggetreten! Guten Morgen, Feldwebel. Lassen Sie Ihre Leute immer unter Artilleriebeschuss exerzieren? Nein, Herr Major. Die Amerikaner sind die reinsten Uhrmacher. Bei ihnen geht alles nach der Uhr. Von morgens bis mittags beschießen Sie diese Seite, dann ist Mittagspause.
Und nach der Mittagspause bis zur Dämmerstunde verlegen Sie Ihr Feuer auf die Seite. Seien Sie ganz unbesorgt, Herr Major. Danke, das ist ja sehr beruhigend. Und jetzt geben Sie mir bitte Ihren Lagebericht. General Hoffmann kommt in einer halben Stunde vorbei und da möchte ich informiert sein. Wenn Sie bitte mitkommen wollen, Herr Major. Danke. Ich habe gedacht, den wären wir los. Seit heute Morgen ist er unser Bataillonskommandeur. Na, vielen Dank. Wer zum Teufel ist das? Die Nichte des Wirts, Herr Major. Er ist krank. Er verlässt sein Zimmer nicht. Heißt das, dass dieses Nest immer noch voller Zivilisten ist? Das ist anzunehmen, Herr Major, aber Genaues haben wir bis jetzt noch nicht herausbekommen können. Also Steiner, wie viele? Jede Menge. Überwiegend Alte. Sie haben sich im Keller versteckt. Das ist aber sehr unbefriedigend. Guten Morgen, Herr General. Wenn Sie bitte mitkommen wollen, ich möchte Sie gerne über die Lage informieren. Das hat Zeit, Stransky. Danke. Das hat Zeit. Ganz gern mal das Tal vor dem Ort angesehen. Ich bin nicht sicher, ob es feindfrei ist. Ich habe es noch nicht durchgekämmt. Das habe ich auch nicht erwartet. Aber vielleicht können Sie mir Feldwebel Steiner für eine halbe Stunde pumpen. Selbstverständlich, Herr General. Feldwebel Steiner? Und Ihren Lagebericht, den erstatten Sie bitte Hauptmann Kistner. Er hat eine Schwäche für alles, was er schwarz auf weiß sieht. Sag mal, Steiner, was hältst du von diesem Krieg? Von dem Krieg? Für mich ist er so beschissen wie jeder Krieg. Vorsicht, du sprichst mit dem Berufsgeneral. Aber es gibt Leute, die glauben, dass der Krieg seit Stalingrad verloren ist. Was sagst du dazu? Glaubst du, wir haben unser Pulver verschossen? Für mich haben wir unser Pulver am ersten Tag verschossen. Das glaubst du also und hast trotzdem wie ein vorbildlicher Soldat gekämpft. Obwohl du gewusst hast, dass der Krieg verloren ist. Das ist eine Frage des Überlebens. Und genau darum geht es, ums Überleben, Steiner. Der Krieg ist verloren. An der Tatsache kommen wir nicht mehr vorbei, ob es dem verehrten Gefreiten in Berlin nun passt oder nicht. Ich möchte, dass du auf die andere Seite gehst, mit General Webster Kontakt aufnimmst und ihm erklärst, dass deutsche Generale zum Waffenstillstand bereit sind. Ohne dass Adolf Hitler etwas davon weiß? Adolf Hitler wird in 2 Tagen tot sein und ich werde mit meinen Freunden zurück sein, um mit den Alliierten ehrenhafte Bedingungen für ein Überleben Deutschlands auszuhandeln. Ich weiß nicht, ob Ihnen klar ist, was Sie von mir verlangen, Herr General. Ein kleiner Feldwebel soll Weltgeschichte machen. Aber wir müssen handeln. Thank you.
Sieht aus wie eine Holzfällerhütte. Vielleicht wissen die, wo die Deutschen ihre Panzer abwehren. Ach, die fragen wir einfach. Okay. Sie kommen von der Seite, ich komme von der anderen. Okay, Sir. Sie geben Feuerschutz. Die Waffen weg. Wollen Sie nicht mal fragen, wo die Panzerabwehr steht? Oder soll ich es, Colonel? Zwei Amis sind tot. Jungans hat beide Beine zerschossen. Sie und Nisson bringen ihn zurück. Ich werde mit den Gefangenen schon fertig. Wollen Sie, dass Dorfmann verblutet? Ich bringe die beiden Amis mit. Ab. Glauben Sie denn, dass Sie allein mit uns fertig werden? Hinsetzen. Sie werden Ärger bekommen. Ich weiß. Stellen Sie das Radio ab, Colonel. Was haben Sie jetzt vor? Es gibt bei uns führende Generale, die zum Waffenstillstand bereit sind. Selbst auf die Gefahr einer bedingungslosen Kapitulation hin. Das ist immer noch besser, als wenn das Gemetzel auf beiden Seiten weitergeht. Deshalb hat General Hoffmann mich beauftragt... Sie beauftragt? Seit wann schickt ein General einen Feldwebel zu Waffenstillstandsverhandlungen? Ist das so verwunderlich, wo unser oberster Feldherr nur Gefreiter war? Der Verscheißer seinen geliebten Führer, wie gefällt Ihnen das? Nein, Colonel. Die Zeiten eines Adolf Hitler sind vorbei. In ein paar Stunden... wird Hitler tot sein. Ich bin in meinem Leben schon so oft angeschwindelt worden. Wieso sollte ich gerade Ihnen glauben? Ich habe mein Leben riskiert, um hierher zu kommen. Ich könnte draußen liegen wie Ihre beiden Kameraden. Sie sind ein cleverer Hund. Okay, was wollten Sie uns mitteilen? Morgen Mittag, 14 Uhr, werden drei hohe deutsche Offiziere nach Saint-Vallon kommen. Sie wollen sich dort mit Ihrem Brigadegeneral Webster und anderen treffen, um mit Ihnen über einen sofortigen Waffenstillstand zu sprechen. Sie möchten also, dass sich unsere Leute morgen 14 Uhr mit Ihren Generalen in Saint-Vallon treffen? Selbstverständlich bei freiem Geleit. Ich glaube, dass sich das machen lässt. Ich werde das General Webster melden. Und was soll ich sagen, wenn mir die Nachricht übermittelt hat? Steiner, Sir. Feldwebel Rolf Steiner, 71. Infanteriedivision. Okay, Steiner. Ich gebe Ihre Nachricht weiter. Aber ob Sie einer glaubt, ist was anderes. Danke, Colonel. Vergessen Sie nicht, Ihre Waffen mitzunehmen. Sie trauen einem Ami? Als alter Feldwebel bekommt man Menschenkenntnis.
Und Sie, Sergeant, schnappen Sie sich das Radio. Kleines Geschenk von mir. Vielleicht bringen Sie in Kürze Lily Marleen. Oder die Nachricht von einem plötzlichen Tod in Berlin. Was wird Webster für ein Gesicht machen, wenn ich ihm das sage? Ich bin froh, dass ich es ihm nicht sagen muss. Ein Feldwebel? Ja, Sir, ein Feldwebel. Also, wissen Sie, Sie können mir doch nicht einreden, dass die deutschen Generale einem Feldwebel erzählt haben, dass sie Hitler ins Jenseits schicken wollen. Vielleicht ist er der Vertrauensmann von Hoffmann. Das ist das Dümmste, was ich je gehört habe. Tja, ich war eigentlich auch sehr überrascht. Was heißt überrascht? Die 10 Minuten, die Sie als Bataillonskommandeur in deutscher Gefangenschaft waren, das dürfte Sie doch auch überrascht haben. Ich glaube nicht, dass es jetzt darum geht. Was heißt, ob es darum geht und ob es darum geht? Denn in ein paar Stunden werden wir unseren Großangriff starten. Glauben Sie, die Deutschen sind dumm? Wissen Sie, was die damit bezwecken? Ein Zeitgewinn! Wenn ich das richtig verstanden habe, wollen Sie einen Waffenstillstand an der ganzen Front. Und ich habe Ihnen in Ihrem Namen versprochen, mich der Sache anzunehmen. In wessen Namen? In Ihrem, Sir. Sie sind der Kommandeur. Es ist Ihr Frontabschnitt. Das kann ich nicht glauben. Das kann ich nicht glauben. Nein, das glaube ich nicht. Das wissen Sie besser als ich. Sie können dem Feind doch nicht den Namen Ihres Kommandeurs bekannt geben. Sagen Sie, Mensch, hat es Sie im Kopf erwischt? Ich würde eher sagen, dass ich auf den Arsch gefallen bin. Und das stinkt mir ganz gewaltig. Aber ohne Witz, General. Es geht immerhin um die Ermordung Hitlers und um die Kampfeinstellung an der Westfront. Sollten Sie da nicht doch jemanden anrufen? Jemanden anrufen? Jemanden anrufen und den Deutschen damit Zeit geben, dass sie eine Abwehrfront aufbauen, die nur so knallt? Damit ich mit meinen Tanks baden gehe und die Deutschen meine Soldaten grillen und ich einen Frontabschnitt bloßlege? Die Entscheidung anzugreifen oder nicht, ist nicht Ihre. Ihnen bleibt gar nichts anderes übrig, als die Nachricht weiterzugeben, denn sie war ja nicht nur für Sie bestimmt. Egal, für wen sie bestimmt war. Wenn ich sie weitergebe und sie erweist sich als falsch, was glauben Sie, wer dann der Dumme ist? Bloß ich! Schön, was? Und trotzdem müssen Sie die Nachricht weitergeben. Also gut, ich sag Ihnen was. Ich werde die Nachricht weitergeben. Aber wenn meine Vorgesetzten das glauben, dann setze ich mir eine Perücke auf und mach auf Marlene Dietrich. Und Sie, gehen Sie den deutschen Soldaten in Zukunft aus dem Weg. Wie Sie wollen, Sir. Ich mache einen Bogen rum. Aha. Kommen Sie her. Sind Sie so gut und tun Sie mir einen ganz persönlichen Gefallen? Und wer wäre, Sir? Scheren Sie sich hinaus! Ja, Sir. Hallo, hier ist Brigadier Webster. Ich hätte gern General Carlenter im Hauptquartier, bitte. Ja, ja, das werde ich. Beagleman! Sir? Mach mir einen Kaffee. Kaffee, Sir. Kaffee, Kaffee, der kommt aus Brasilien, oder wissen Sie nicht, wo Brasilien liegt? Doch, Sir. Da haben Sie aber Glück gehabt. Dafür kriegen Sie 10 Punkte für Geografie und 4 Punkte für Kaffee. Und jetzt Bewegung! Jawohl, Sir. Hallo? Nein, Sir, nicht Sie, nein. Ich habe mir nur gerade einen Kaffee bestellt. Hier ist Brigadier General Webster, Sir. General Carlenter, ich weiß, dass Sie das nicht glauben werden, aber ich habe einen Colonel. Und dieser Colonel ist an einen deutschen Feldwebel geraten. Stellen Sie durch, ich warte. Ja. Ja, ich höre. Herr Feldmarschall persönlich? Ja. Ja. Vielleicht haben wir doch zu viel erwartet.
Aber wir haben es wenigstens versucht. Aber das macht ja jetzt auch nichts mehr. Trotzdem danke, dass Sie mich angerufen haben. Danke. Nein, nein, das ist nicht mehr zu erwarten. Sollten Sie nicht schlafen gehen. Es ist immerhin schon nach zwei. Kann ich Ihnen irgendetwas abnehmen? Nein. Schaffen Sie eine Verbindung mit Saint Vallon? Nein, Herr General, die Leitung ist seit heute Morgen unterbrochen. Dann kann kein Mensch mehr etwas machen. Warum gehen Sie nicht zu Bett? Der Krieg geht morgen früh auch noch weiter. Zu Befehl. Gute Nacht, Herr General. Bringen Sie das zu General Hoffmann. Jawohl. Wo sind die Amis? Was ist passiert? Sie sind getürmt. Wie geht's den Knochen? Danke. Es wird schon wieder werden. Gut. Wie war das möglich? Die Amis waren eben raffinierter als ich. Nicht immer nur spitze sein, Keppel. Das steht man nicht durch. Das steht man wirklich nicht durch. Herr Hitler! Soweit ich mich erinnern kann, war es in der deutschen Wehrmacht bisher üblich, einen General zu grüßen. General Hoffmann, auf Befehl des Führers erkläre ich Sie für verhaftet. Außerdem hat der Führer Sie Ihres Kommandos enthoben. Sie stehen unter der Anklage der Verschwörung, des Hochverrats und des Versuchs, den Führer zu ermorden. Hier haben Sie die Anklageschrift. Sie haben das Recht, sie einzusehen, wenn Sie das noch wollen. Nee, danke. Ich möchte mir das Lesen unserer von der Gestapo versauten Sprache ersparen, obwohl es wohl das kleinste Verbrechen ist, dass man euch armseligen Pack anlasten muss. Wenn Sie schon von Pack reden, passt der Ausdruck besser auf Sie. Werde ich vor ein Kriegsgericht gestellt? Es ist überflüssig, sich noch mit Formalitäten abzugeben. Die meisten Ihrer Mitverschwörer wurden vergangene Nacht an die Wand gestellt. Sie wird man genauso sang- und klanglos erschießen. Ihr Eigentum ist beschlagnahmt, Ihre Familie kommt ins Konzentrationslager und Ihr Name wird aus allen Papieren getilgt. Aber Sie können es auch anders haben. Indem Sie das hier nehmen. Das soll sehr ungesund fürs Herz sein. Sie bekommen ein Begräbnis mit allen militärischen Ehren, Ihre Witwe erhält eine ansehnliche Pension und alles ist vergessen. Sie haben 2 Minuten Zeit. Für General Hoffmann. Jetzt nicht. So ein verdammter Idiot. Der Zweck ist doch erfüllt. Rennvieh. Mit einem Herzschlag hätten wir die ganze Sache vertuscht. Aber mit einer Kugel im Kopf. Berlin. Ja, Berlin. Oder muss ich das buchstabieren? Wo ist der Melder hin?
Der Cutmelder, wie heißt der? Ich weiß es nicht. Hallo! Hallo! Willkommen auf der Selbstmordallee. Was treiben die Amis? Die trauen sich nicht aus dem Wald, weil du hier bist. Halt das. Hauser? Hier ist Steiner. Hat sich Rothe gemeldet. Ist auch nicht wichtig. Warum bist du auch so leichtsinnig gewesen, hast ihm das Grat gegeben, hast du sofort in den nächsten Puff gerauscht? Was glauben Sie, wie viele Panzer die haben, Herr Feldwebel? Die haben so viele von den Dingern, dass sie nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Und das ist sehr beruhigend. Denn wenn es denen einfällt, anzugreifen, dann sind sie schneller in Paris, als dir der Arsch ausgekühlt ist. Hallo, hallo, da wird sich doch wohl am Ende nicht noch etwas... Ruhig, ruhig. Das kommt von unseren Leuten, und zwar vom Marktplatz. Schon gut, Hauser, du brauchst ja nicht in die Hosen zu machen. Was ist los? Jawohl, Herr Major. Hier ist Unteroffizier Krüger. Jawohl, Herr Major, sofort. Scheiße. Jetzt wären wir gleich in den dicksten Schlamassel geraten. Das Bataillon hat den Befehl, sich einzugraben. Wir richten uns auf eine Panzervernichtungsschlacht ein. Stransky war am Ruhr. Er schickt dir viele Küsse und will dich sofort sprechen. Halt die Straße im Auge. Wenn sich da etwas tut, möchte ich es als Erster wissen. Nicht Stransky oder Berger, sondern ich. Verstanden? Jawohl, Herr Feldwebel. Steiner. Es wird Sie sicher freuen zu hören, dass wir endlich ein paar vernünftige Befehle bekommen haben. Haben Sie die Ansprache von Dr. Josef Goebbels im Radio gehört? Nein. Eine Gruppe deutscher Offiziere hat gestern versucht, den Führer zu töten. Zu den Verrätern hat auch Ihr alter Freund Hoffmann gehört. Er hat sich heute Morgen erschossen. Ab sofort erhalten wir unsere Befehle direkt vom Führer. Damit werden wir den Krieg gewinnen. Steiner, es gibt keinen Gedanken an Rückzug mehr. Jetzt erzwingen wir den Endsieg. Auf diesem Marktplatz mache ich die Amis fertig. Das Geschütz vom Marktplatz weg! Und ich befehle alle Zug- und Kompanieführer in einer halben Stunde zu mir. Die Amis bringen ungeheuren Nachschub. Die haben es eilig, nach Berlin zu kommen. Ach, übrigens, das gebe ich Ihnen lieber wieder. Danke. Besorgen Sie sich was zu essen, bevor die Amis kommen. Küss die Hand. Well, glauben Sie, ob das mit den Deutschen was wird? Selbst wenn die deutschen Generale kommen, wer weiß, ob unser Oberkommando mitspielt. Also nach der Meinung, die ich inzwischen von General Webster habe,
Hat er die Meldung nicht nur weitergegeben, sondern dem Oberkommando Feuer gemacht? Dann müssen Sie sich aber beeilen, denn unsere Panzer sind inzwischen in Bereitstellung. Hört sich da drüben was? Man sieht nichts vor lauter Staubwolken. Man weiß nicht, ob sie kommen oder abrücken. Wir fahren lieber zur Einheit zurück. Okay. Feldwebel Steiner noch dort ist. Ist er sicher nicht der Meinung, dass das zu unserer Absprache gehört? Flasche Champagner, die wir haben. Champagner? Tod unserem Feind. Also, mein lieber Herr Fähnleinführer, wenn du deinem Pimpfen nichts anderes beigebracht hast, das unschuldige Mädchen zu überfallen... Tut mir leid, aber eigentlich wollte ich... Sie ficken, was? Du bist ein lausiges Dreckschwein. Dir gehört der Schwanz abgeschnitten. Bewegt euch! Gehen Sie lieber in den Keller. Die anderen? Im Keller. Und dich haben sie einfach liegen lassen? Ja, Feldwebel. Yeah.
Ist alles vollzählig? Wir sind Unteroffizier Schröder. Wo ist er? War er nicht gerade bei Ihnen, Herr Major? Ich habe ihn aufgeschickt, die letzte Kiste runterzuholen. Wo zum Teufel ist er? Er ist tot. Ich hole die Kiste. Gut gemacht. Kommen Sie mal mit, ich möchte Ihnen was zeigen. Ich habe mir was einfallen lassen. Sehen Sie sich das an. Das ist die Kanalisation unter dem Marktplatz. Die geht kilometerweit. Ich habe den ganzen Platz unterminieren lassen. Ein Schalterdruck und alles fliegt in die Luft. Das ist genial. Damit kommen Sie endlich zu Ihrem eisernen Kreuz, Herr Major. Uns steht mindestens eine Panzerdivision gegenüber, Feldwebel. Ich halte sie nicht nur auf. Ich werde sie vernichten. Vorausgesetzt, dass die Panzer sich alle zur gleichen Zeit auf dem Marktplatz versammeln. Das setze ich nicht voraus. Dafür sorge ich. Nein, Sir, wie ich das sehe, durften keine Probleme entstehen und sind auch nicht zu erwarten. Demzufolge dürften wir die Punkte Abel und Baker etwa zur Stunde H plus 3 erreicht haben. Ja, Sir. Ja, Sir. Ja, Sir. Ja, Sir, das hoffe ich auch. Dankeschön. Warten Sie einen kleinen Moment, ich muss mit Colonel Rogers reden. Es geht um die Geschichte, die Ihnen dieser deutsche Feldwebel erzählt hat. Sie haben tatsächlich einen Putschversuch gemacht und Hitler lässt seine Generale reihenweise umbringen. Wenn General Hoffmann noch lebt, übergibt er uns das Gebiet jetzt vielleicht kampflos. Angenommen, dass er tatsächlich noch lebt, dann wird er vollauf damit beschäftigt sein, zu beten, dass die Gestapo nicht bei ihm anklopft. Und wenn das nicht so ist? Das da drüben ist eine Festung. Wenn wir die geknackt haben, werden unsere Beerdigungskommandos mindestens für ein Jahr beschäftigt sein. Und unser Oberkommando hat Verhandlungen abgelehnt? Unser Oberkommando hat darauf überhaupt nicht reagiert. Also, Gentlemen, jetzt hören Sie mir bitte zu. Hören Sie mir gut zu. Wir stehen vor unserer ersten wichtigen Aktion in der Normandie. Und deshalb werden alle führenden Militärs und möglicherweise die ganze Welt die Augen auf uns richten. Also möchte ich, dass Sie losgehen, um Weltgeschichte zu machen und keinen Mist. Ist das klar? Und jetzt zu Ihrem Befehl. Hören Sie gut zu. Ihr Vormarsch beginnt Punkt 14 Uhr, sobald unsere Artillerie das Feuer eingestellt hat. Sind Sie am Feind? Ist die Kampftaktik Ihnen überlassen. Aber eines ist dabei unbedingt zu beachten. Ihr Ziel ist nicht Wallon, sondern Saint-Marie. Um den Schrott, den Sie in Wallon zurücklassen, brauchen Sie sich nicht zu kümmern. Der wird hinterher weggeräumt. Ist das klar? Ja, ja Sir. Sir. Gibt's noch Fragen? Nein, Sir. Also gut. Okay. Ich möchte die Gelegenheit benutzen, Ihnen allen das zu wünschen, was Sie jetzt dringend brauchen. Viel Glück. General. Ja? Wenn das Oberkommando einfach abgelehnt hätte, das hätte ich verstanden. Aber sich überhaupt nicht zu rühren?
Ich kann Ihnen nur sagen, Rogers, glauben Sie mir, ich bin da genauso sprachlos wie Sie, aber vielleicht sind Sie durch das Attentat auf Hitler auf ganz neue Überlegungen gekommen. Was soll ich Ihnen sagen? Wie heißt der alte Spruch noch? Frag nicht nach dem Warum und so weiter, sondern geh und stirb. Stimmt's? Ja, Sir. Sehen Sie. Ach, Rogers. Sir. Ich möchte Ihnen von Mann zu Mann noch etwas sagen. Und das wäre, Sir? Alles Gute. Danke, General. Ich habe zu danken. Würden Sie freundlicherweise das Gedudel ausmachen? Den dreh dich höchstpersönlich mein Monogramm in den Arsch. Das ist die Rohrschnauze. Das ist der Ithakas, der kam letzte Woche mit dem Ersatz. Der wird's noch lernen. Sie haben aufgehört. Alles fertig? Jeder auf seinen Posten! Unteroffizier Langner. Langner. Und die Kanone ist noch heil? Ja. Dann machen Sie Geschützführer. Glauben Sie, das schaffen Sie? Jawohl, Herr Feldwebel. Hauser. Wie kommst du denn hierher? Wir sind abgelöst worden, Befehl von Stransky. Das macht auch nichts mehr aus. Sag mal, hast du etwa moralischen? Gar nicht. Ich habe nur geglaubt, das alles würde endlich mal... Aufhören? Ja. Ein Frontschweiner zu kämpfen und sich nicht die Birne anzustrengen. Ganz recht. Und dazu sind wir hier an der richtigen Stelle. Knall nur feste weiter drauf. Aber wenn die Panzer kommen... Tu mir einen Gefallen und halte deine bekloppte Birne unten. Danke für den Rat. Noch eine halbe Stunde, Sir. Was meinen Sie, Sergeant? Wozu, Colonel? Wenn ich mir vorstelle, der General Hoffmann sitzt jetzt mit seinem Stab da drüben und wartet auf unsere Leute. Wie viele Mütter würden ihre Söhne nicht verlieren? Also? Ich habe das Gefühl, da hilft nur eine kleine Privatinitiative. Ich glaube, es steht dafür, wenn es um so viele Menschenleben geht. Well, da gibt es nur eine Möglichkeit. Was halten Sie davon? Ich glaube, Sie haben recht. Sergeant Anderson. Yes, Sir. Können Sie mir für ein paar Minuten Ihren Jeep geben? Also, mein Jeep ist meine beste Freundin und ich hab's nicht gern, wenn jemand drauf herumrutscht. Kommen Sie. Das ist sehr vernünftig.
Wenn die amerikanischen Panzer hier rein wollen, dann können sie es nur von dort. Anders geht es nicht. Wenn sie kommen, werden sie einen Ort vorfinden, der scheinbar frei von Deutschen ist. Also, wenn der Hauptteil der angreifenden Panzer auf dem Platz ist, wird der ganze Platz in die Luft gejagt. Die restlichen Panzer werden von unserer Pack fertig gemacht. Machen Sie den Geschützbedienungen Folgendes klar: dass auch nicht ein Geschütz zu schießen beginnt, bis Sie die Explosion gehört haben. Ist das klar? Jawohl! Also gut, weggetreten. Jawohl! Feldwebel Steiner. Seien Sie ehrlich, das sieht doch wirklich wie verlassen aus. Ja, Herr Major. Ziemlich verlassen. Sie haben recht. Es sieht zu verlassen aus. Fällt ihr mit Becker? Herr Major? Kommen Sie mit, ich habe mit Ihnen zu reden. Zu Befehl. Stransky. Was? Ein amerikanischer Jeep? Jawohl, Herr Major. Ein amerikanischer Jeep, ungefähr 1200 Meter weg, mit weißer Fahne. Lassen Sie sie herankommen und feuern Sie erst, wenn Sie sicher sind, dass Sie sie auch umlegen. Aber Sie zeigen die weiße Fahne. Hören Sie mit dem sentimentalen Scheiß auf! Ich verlange, dass Sie erledigt werden. Jawohl. Doch tatsächlich mein wunderschönes Radio kaputt geschossen. Prima, das Gedudel hat mir sowieso immer gestunken. Petit! Raus mit euch, aber hastig! Holen Sie die Leute da drüben auch raus! An, Herr Major. Das sind mindestens 50 Panzer. Ausgezeichnet. Die französische Bevölkerung ist auf dem Marktplatz zur Begrüßung schon versammelt.
Was ist hier los? Keine Ahnung, Herr Feldwebel. Fragen Sie den Herrn Major. Das werde ich auch. Bringen Sie die beiden zurück. Tut mir leid, aber der Herr Major hat befohlen... Werden Sie wohl gehorchen? Alles klar. Jawohl, Herr Major. Gut. Herr Major, das können Sie nicht machen, Stansky. Warum nicht, Feldwebel? Immerhin haben Sie mich erst auf den Gedanken gebracht, denn Sie haben mir gesagt, dass das Nest wie ausgestorben aussieht. Sie gottverfluchter, gemeiner Mörder, ich werde dieses Ihnen... Dieses Mal irren Sie sich. Sie haben es schon einmal gewagt, mich anzufassen, aber das schaffen Sie nicht nochmal. Da, wo ihr geliebtes Radio in den Eimer ging.
Feldwebel, was ist aus Ihrem General Hoffmann geworden? Ihn hat die Weltgeschichte überrollt. War das für uns gedacht? Es geht um Großdeutschland. Ich glaube, Sergeant Anderson ist scharf auf Sie. Wo haben Sie Ihre Panzerabwehr stehen, Feldwebel? Überall. Mit denen werden wir auch fertig. Ich weiß. Aber lassen Sie mich erstmal die Zivilisten in den Keller bringen. Feuer! Juliet!
Schade, warum haben wir es nicht im Frieden kennengelernt?